Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 5. Tag 5. Ja, mein Zelt habe ich heute Nacht mal so aufgebaut, weil es war heute Nacht richtig cooler Sternenhimmel, kein Regen. Dann habe ich es mal ausprobiert, ohne quasi die Platte rüber. Ich bin gestern auch nicht mehr weit gefahren. Der Grenzübergang ist hier 600, 700 Meter. Habe mich dann abends zum Sonnenuntergang mit der Flasche Rotwein auf den Deich gesetzt. Auf dem Rückweg habe ich dann noch Frank getroffen, der hat hier geangelt, hat einen riesengroßen Zander gefangen. Und ja, da ich auch demnächst mal mir meinen Fisch selber fangen will, habe ich mir da mal ein paar Tipps abgeholt. Erstens, wo man das darf, wie man das darf. Und eigentlich war die Erkenntnis, hey, mach mal einen Angelschein, ne? Weil man sollte ja auch wissen, was man tut. Ja, kleine schwarze Hund schläft noch in seinem Auto. Oh, ich stehe jetzt mal. Uiuiui. Ja. Die Flasche Wein hat doch Spuren, aber es geht. Ja, und ich werde gleich mal, da ich bisher noch keine warme Dusche gefunden habe, werde ich gleich mal das hier ausprobieren. Mal gucken, ob das gut wird. Ja, ansonsten könnte es sein, dass es heute eine interessante Planänderung gibt. Berg, 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 Berg. Nämlich irgendwo da hinten so, und zwar unweit von hier, habe ich gestern Musik vernommen, und zwar ziemlich laute. Und da ist ein Festival, der Hungrige Wolf, glaube ich. Der Hungrige Wolf Festival. Ja, das liegt sowieso auf meinem Weg heute. Also gucke ich halt mal, ob ich da vielleicht dran teilnehme. Vielleicht, das ist nur optional. Ja, lassen wir den Hund raus und dann machen wir einen Kaffee. Damit gewaschen und dann mal gucken. Energiemäßig stehe ich ganz gut da. Dadurch, dass gestern dann doch den halben Tag noch sehr schön Sonne war, habe ich jetzt beide Fahrradakkus zur Hälfte voll. Guten Morgen! Ich wollte mal kurz fragen, welcher von uns hier der Hund ist. Warten Sie kurz, bitte. Erstmal muss das aufgemacht werden. Warte, immer noch warten. Also, das hat ja gut geklappt. Wenn ich dich filme, funktioniert das alles nicht so toll, ne? Ja, erstmal schütteln. Sehe ich auch so. Strecken. So, heute Festival. Wenn er sich schüttelt, heißt das ja. Festival? Ja, ne? Oh, der Hund. Der schwarze Hund. Oh, ist der süß. Das klappt doch gut, Barney, ne? Da war gerade ein anderer Hund, kam gerade angerannt. Und meiner ist einfach genau hier geblieben. Gut, er hat einen kleinen Kamm gemacht. Ja, lauf! Lauf! Richtig geil, wie das klappt, ey. Hammer begeistert. Das ist halt einfach mal so groß wie Barney. Die sind gleich groß. Das ist das Hungrige Wolf Festival, was wir da hinten sehen. War doch ein bisschen weiter weg als gedacht, bestimmt 4-5 Kilometer. Also an der Zunge des Hundes nach zu urteilen waren es 4-5 Kilometer. Der Ort heißt Hungrige Wolf. Ja, aufs Festival könnte ich den Hund mitnehmen. Camping ist allerdings voll, was ja nicht so schlimm ist, weil hier ist ja genug Platz außenrum. Dann wohne ich halt nicht auf dem Platz. Ich weiß noch nicht so recht. Ich weiß noch nicht so ganz recht, ob ich das mache oder nicht. Bin noch hin und her gerissen. Deswegen werde ich jetzt erstmal irgendwie zum nächsten Bäcker oder sowas fahren. Erstmal was frühstücken, falls es hier sowas gibt. Und dann mal in mich gehen und mich mal kurz im Internet informieren, was kommt hier, was ist hier und ob ich da Lust drauf habe. So, wir haben jetzt ein bisschen eingekauft. Und zwar gibt es heute leckersten Salat zum Frühstück. Dann, das ist nicht für mich. Normalerweise kaufe ich das nicht, aber das kriegt man einfach besser aus der Dose. Hier, Fla. Fla, wir lieben Fla. Und frisch gepressten Orangensaft. Ja, und hier läuft auch schon der Gaskocher für den Kaffee. Den gibt es jetzt auch. Ja, Solarpanel steht ein bisschen in der Sonne. Der erste Akku ist leer, der andere bei 40-50%. Mal gucken, das wird heute ein bisschen eng. Ich kann hier jetzt leider nirgendwo laden. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt wird erstmal gestärkt. Das mit dem Festival habe ich mir abgeschminkt, glaube ich. Final werde ich es gleich nach dem Essen entscheiden, aber ich glaube, ich habe jetzt... Es sah ganz nett aus, auch die Leute, die so reingegangen sind, so eine breite Mischung.
Aber ich glaube, ich habe heute nicht Lust auf so viele Menschen. Ja, trink. Trink den ganzen See aus. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Also ich kann nur sagen, der Bagger da, das ist schon mal nicht. Und das, obwohl er nur einen Arm hat. Der schwimmt. So, der Hund bitte einsteigen. Ja, ja, rein. So, komplett. Ach so, das ist zu tief. Ja gut, jetzt besser? Bitteschön. Ja, dann musst du weiter laufen, das schaffst du auch nicht. Komm. Ist ein bisschen kaputt, ne? Ja, schön. Akku 2, noch 16,9 Kilometer bleiben. Wir sind hier in Holland. Ich weiß nicht genau wo. Und ich habe mittlerweile auf meiner Tour eines festgestellt, Rennradfahrer grüßen nie. Ich möchte sie ja nicht angreifen, aber ich glaube, die sind einfach viel zu eilig und beschäftigt, als dass sie auch nur eine Grußgeste von sich geben können. Also ich grüße bisher jeden Radfahrer und alles, was irgendwie Touring oder langsam unterwegs ist, die grüßen zurück oder nicken zumindest. Und die Rennradfahrer sind voll im Tunnel, so, ich muss schnell sein. Aber gut, macht ja auch Spaß. Da geht es eher um körperliche Ertüchtigung, glaube ich, als um Land und Leute, ne? Ich bin ja hier in Land und Leute-Modus. So ist schön, wenn man hier. Der Wind kommt immer noch von vorne, aber durch die Bebauung bin ich gerade ein bisschen geschützt. Ach, die letzten Kilometer haben mich schon wieder sehr an Nordsee-Deich erinnert. Aber ich habe mir das so ausgesucht. Moin. Kein Rennradfahrer, Gravelbike. Grüßt. Ja? Also wir machen das jetzt mal Test auf Exempel. Nicht, dass ich hier falsche Tatsachen behaupte. Ne? Ein Rennradfahrer? Mal gucken, ob es ein Rennradfahrer ist. Ah, nee. Und siehst du? Grüßt nicht. Ist im Tunnel. Naja, wir probieren das weiter aus. Ich finde einen, der grüßt. Einen werde ich finden in diesem Land. Einen einzigen. Das reicht mir. Vorübergehende Challenge. E-Antrieb ist aus, weil fast leer. Noch 6 Kilometer. Gucken wir mal, ne? Wie sich das so fährt ohne E-Antrieb. Ach, das ist ganz einfach. Fast so wie vorher. Das sind auch schon die ersten Gebäude, glaube ich, von Groningen. Ich sehe da auch schon so höhere Gebäude. Aber es sind ja auch nur noch 6 Kilometer. Ja. Das ist gar nicht anstrengend. Letzte Möglichkeit geradeaus. Ach, du bist so hilfreich. Was würde ich, ganz ehrlich, Navi, ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Komplett aufgeschmissen. Ach du Scheiße. Oh, ja. Oh Gott. Nee, das schaffe ich nie lange. Atemberaubende Geschwindigkeit von bis zu 9 Kilometern pro Stunde rasen wir durch die Niederlande. Und das ist hier alles Flachland, ne? Aber die haben Brücken. Brücken muss man hoch, Brücken links muss man wieder runter. Na links, gut, dann links. Oh, das ist aber mal ein schöner Weg jetzt. Das entschädigt vielleicht ein bisschen. Also ich bin jetzt ein Kilo, noch nicht mal, ich bin 700 Meter ohne Elektrounterstützung gefahren und ich bin praktisch tot. Bisschen Vitalzeichen gibt es noch, zum Beispiel mein Puls. Kann man den mal hier sehen irgendwo? Na, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man das sehen hier?
Pulsi. Habe ich einen Puls eigentlich? Nee, irgendwie habe ich keinen Puls. Wieso habe ich denn keinen Puls? Das ist aber nicht gut, oder? Da. Ich habe einen 80er Puls. Okay, ja, dann ist es halt gar nicht anstrengend. Dann kann ich weitermachen. Dann ist es hier überhaupt kein Problem. 2,7 Kilometer. Ja, dann weiter so. Ich dachte, das hat sich jetzt anstrengend angefühlt, aber nö, die Uhr sagt, das ist easy. Also los. Ja, lade ich jetzt eigentlich den Akku, während ich das mache? Das wäre doch cool. Easy. Auch warum die Rennradfahrer nicht grüßen. Doch, ich kann auch grüßen, wenn ich angestrengt bin. Oh, ist das anstrengend. Puls? Ich habe keinen Puls. Wieder nicht. Okay, Puls ist runtergegangen auf 74. Ja, das macht ganz viel Sinn. Fühlt sich auch an wie 74. So, kein Rennradfahrer. 100% grüßt er. Wetten. Wetten. Nee. Okay, falsch. Sie vielleicht. Auch nicht. Na gut, ich geb's auf. Komm. Uhr hat. Ach, jetzt geht's doch wieder nicht. Ich halte mal kurz an. Oh. Also die Uhr. Da muss man nur richtig anlegen. Dann hat man auch einen Puls. Der liegt gerade bei 108, 6 und irgendwas dreistelliges. Ich werde mir jetzt mal ganz schnell kleines Knoppers reinhauen und dann werde ich ganz in Ruhe in Ohnmacht fallen. Und wenn ich dann wieder aufwache, werde ich die letzten 2,5 Kilometer wieder mit elektrischer Unterstützung fahren. Das war jetzt mal ein Experiment und Kinder, macht das nicht zu. Oh Gott, ist mir schwindelig. Ich werde mal kurz hier ganz in Ruhe auf diesen Bürgersteig rollen. So sehe ich aus, wenn ich komplett am Ende bin. Das machen wir nicht nochmal. In Zukunft fahren wir mit vollen Akkus los. Wenn die Sonne nicht scheint, dann muss ich mir Strom schnorren. Das ist eine Erfahrung wert gewesen. Mach das nicht nach. Mach das nicht nach. Ampel hier mit dem Countdown. Da ist jetzt grün. Da muss ich nur hier irgendwie durchkommen. Ach, was nicht, ne? Nicht hält der an, ja, ne? Gut. Ja, ich lebe wieder. Schnell mal Knoppers reingeworfen. Bisschen Wasser, kurze Pause. Ja, die letzten 2,5 Kilometer geht's jetzt wieder elektrisch. Das ist mal gleich was ganz anderes. Ja. Für die letzten Meter. Also mit dieser, ich fahre mal 3 Kilometer ohne Elektroantrieb-Aktion. Habe ich mich komplett getötet. Meine Muskeln zittern. Bin jetzt komplett am Ende. 120 Metern rechts auf Schulden. Coffeeshop hilft mir jetzt auch nicht. Nette Idee, aber nein, danke. Ich werde jetzt mal gucken, dass es gleich irgendwo feinstes Essen gibt. Dann sieht die Welt wahrscheinlich gleich wieder ganz anders aus. Das hätte ich mir wirklich schenken können. 40 Metern rechts auf Schweden.de. Ja, aber herzlich willkommen in Groningen. Tagesziel erreicht.
Ich soll jetzt hier rechts abbiegen. Gucken, ob ich das schaffe. Oh, ich schaffe das nicht mehr. Hier gibt's was zu essen. 400 Meter fahren wir jetzt noch. Schön aussehen tut das hier. Erinnert mich jetzt gerade hier ein bisschen an Amsterdam. Mit den Grachten, heißen sie Grachten? Kanälen, Grachten. Nächste Möglichkeit links. Danach geradeaus. Das machen wir sehr gerne. Oh Gott, mein Kreislauf ist fertig. Das Knoppers hat auch nicht so viel geholfen. Links auf Sint-Jansbrook. Ich glaube, das mit der Glocke, das da, geradeaus auf Sint-Jans-Straße, ist unser Ziel. Apropos Glocke, habe ich euch schon gesagt, dass man die Glocke auch drücken kann. Drückt sie so fest ihr könnt, nehmt sie ganz doll in den Arm, drückt sie, knuffelt sie. Glocke, Glocke, Glocke. Hey, für die Leistung, die ich hier gerade gebracht habe, könnte echt mal auch zweimal die Glocke, ne? Glocke und Glocke. Vergesst nicht die Glocke, Leute. Alles für die Glocke, alles für die Tour. Sie haben ihr Ziel erreicht, das ist unser Ziel. Wahllos gepickt, aber sieht schön aus. Weiß Gott, warum das hier steht. Oh, das sieht aus wie ein Restaurant. Oh, das sieht aus wie ein Restaurant. Oh, die Kosterie, da wollte ich hin. Hier gibt's nichts zu essen. Das ist jemand, dem es gut geht. Das ist jemand, dem es nicht so gut geht. Tschüss. Was ist denn hier los? Da muss der Papa aber gleich mal ein bisschen hingehen. Das klingt ja nach einer aggressiven Einladung, ne? Neue Nebenmission. Mission annehmen. Mission annehmen. Mission annehmen. Oh, Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Das wird lustig. Wir haben das Ziel erreicht. Der Campingplatz ist hier so ein bisschen schön am Stadtrand. Ganz ehrlich, gefällt mir der erste Eindruck schon mal ganz gut. Hier ist auch noch geöffnet. Das ist schön. Oh, und die Musik von da hinten höre ich bis hierhin und das war gar nicht weit. Da werde ich nämlich gleich schön mal hinlaufen. Ohne Hund. So, ja, da sind wir. Das sieht doch schick aus. Das sieht nicht günstig aus. Aber I don't care. Bleib du kurz drinne, bitte. Ich check kurz ein, nehme unsere Personalien auf und wenn wir damit fertig sind, dann gehen wir erstmal Pipi Kaka Kotzi. Ja, dann wär's dann. Wir haben uns auf dem Campingplatz aufgebaut. So sieht das Ganze hier aus. Ja, Campingplatz, der erste Eindruck ist gut, der zweite Eindruck ist sehr gut und der dritte Eindruck, nämlich der Preis 13,70 Euro. An die lieben Campingplätze in Deutschland an der Nordsee. 13,70 Euro ist ein angemessener Preis für eine Nacht mit einem Zelt und einem Hund auf einem Campingplatz. Nicht 30,70 Euro, 13. Ja, just saying. So, vielleicht hört das da im Hintergrund aus der Richtung. Hört man's? Ich höre es auf jeden Fall. Und ich werde mal gucken, was da wohl los ist. Ob ich da nicht vielleicht gebraucht werde. In diesem Sinne, tschüss. Denkt an die Glocke, die muss geknuddelt, gedrückt, was auch immer ihr mit der Glocke machen wollt, aber denkt an die Glocke. Macht's gut.